Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, ich muss gerade Mikrofon ein bisschen kurz so machen. Wir reagieren heute auf AZ und Albi, D und G, Digga. Mach mal D, mach mal so, so, zack. Sollte einfach so klar gehen. Ich hoffe, das geht für euch so klar mit dem Ton und alles. Einfach auf schnelle Welle. AZ und Albi, D und G, D und G. Keine Ahnung, steht das für Deutsche und Cabana. Produced ist das Ganze bei Lucry. Wir gehen natürlich kurz in die Infobox rein. Mehr Anzeigen, produziert Luke Cry Videos von Sonnen Productions, Regie haben wir hier, steht alles drin. Okay, so, ich habe noch eine Frage an euch, ich schreibe mal eben ganz kurz AZ. Und zwar, macht mir mal eine Reihenfolge in den Kommentaren, würde mich mal interessieren, von Sin City 2, Chap und den Song D&G, wen ihr am besten fandet. Ich habe als Nummer 1 den Song 2, als Nummer 2 Sin City und danach habe ich Chap. Das weiß ich noch nicht, das sage ich euch dann, das tue ich dann auch noch mit rein. Schreibt in die Kommentare eure Reihenfolge. Let's go. Wir geben uns jetzt auf jeden Fall den Song. Ich bin kein Fake-Reactor. 18 Karat wird gedisst. Gucken jetzt mal, wo er gedisst wird und ob noch ein paar Sachen über ihn fallen. Aber irgendwie, glaube ich, wird das zensiert. So hat man das in diesem Video gesehen. Ich fick fein. Okay, also jetzt sind wir drinne. Da sind die Jungs am Start. Dieses 18 Karat Thema Deutschrap kocht, ja, hat man ja mitbekommen. Ich hatte jetzt irgendwie keine Lust dazu, ein extra einzelnes Video zu machen. Fand ich irgendwie unnötig. Wir reagieren ja sowieso drauf. Deswegen, okay. Ich fick Feinde, hier geht es nicht um Business und Geld. Alles stimmt, alles echt. Mit der Straße seit der Kindheit vernetzt. Ich hab Bullen. Hä? Er hat es ja schon gesagt. Dieses Feinde, hier geht es nicht um Business und Geld. Alles stimmt. Hä? Das war doch genau so. Hier geht es nicht um Business und um Geld. 18 Karat. Er wurde gefickt im Hotel. Soweit ich weiß, es war genau so. Er hat es einfach geändert. Also wenn das jetzt nicht nochmal irgendwo auftaucht, haben die das geändert. Dann war das unnormal krass, haben die unnormal gut für Hype gesorgt. Noch einmal und dann geht's los. Ich Feinde, hier geht es nicht um Business und Geld. Alles stimmt, alles echt. Mit der Straße seit der Kindheit vernetzt. Okay. Okay. Digga, schlauer Move. 18 Karat. Er wurde im Hotel. Okay, lass uns jetzt geben. Jetzt können wir ganz normal in den Song rein starten, okay? Gucken, ob das vielleicht irgendwo hier noch drinne vorkommt. Einen Namen geladene Schafe wartet auf Straße, zählen nur Daten. Die starten noch nicht den Wagen, wir warten vor deiner Haustür, denn Wölfe jagen die Schafe, weil da P99, ich lag den nach für das, was du mir. Boah, Junge, also aggressiver Sound von den beiden ist wieder am Start. Das kannte man auf jeden Fall. Album geht in eine aggressive Richtung. So, weil Sin City war aggressiv, 2 war aggressiv. D und G geht auch aggressiv, okay. Ich hätte mir ein bisschen was Deepes auch mal wieder gewünscht, so ein bisschen Wechsel, wisst ihr? Gesagt, das musst du strafen, Zeit siehst du mich aus dem Auto, drück auf Gas, Pedal, KMN, meine Gang, international, durch die Stadt, S-Klasse, Mann, die Aussicht war geil, doch hässliche Nacht, 3 Mio Umsatz. Boah, Junge, also, Video, Straße kommt rüber, Inhalt, Straße wird erzählt, Beat ist heftig, also was willst du mehr? Das harmoniert alles gut zusammen. Guck mal, ich bin auch auf Albi gespannt. Vielleicht sagt er es ja. Kann sein, dass er das auch gesagt hat. 18 Karat. 3 Mio Umsatz, Hälfte verprasst, vielleicht sollte ich sparen, doch ich denk nicht nach. Drum und Geld, KMN, fick das Geschäft, bin am Handy, bis die SIM-Karte brennt. Nicht Deutsch und Gabana. Nicht Deutsch und Gabana, Drogen und Geld. Ich hatte das mal bei Dingens. Da habe ich auch eine Vermutung irgendwas gehabt mit CKPU, Crack Cooks, Peace Unternehmen. Was habe ich da gesagt? Calvin Klein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Deutsch und Gabana war es nicht. Hätte mich auch gewundert. Ich hab mich nie versteckt. Guck mein Bruder an, er bricht das Gesetz. Drogen und Geld. KMN, fick das Geschäft. Bin am Handy, bis die SIM-Karte brennt. Ich hab mich nicht versteckt, guck mein Bruder. Boah, Junge Albi, was hat der für eine Stimme? Boah, ich sag euch ganz ehrlich, der Junge liefert so krass ab, ne, in diesem Album. Hätte ich gar nicht erwartet, hätte ich null,
Null, wirklich null habe ich damit gerechnet, aber er kam wie eine Bombe rein. Er bricht das Gesetz, Drogen und Geld. Wenn wir kommen, macht es pop, 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 pop. Lass das Geld für mich laufen wie bei Kanakatak. Ja, die Welt, sie ist dreckig, nach ein paar Jahren Haft kommst du raus, mach dich Staub und dein Ballermann satt, fick dein Hype, wie sind. Boah, diese kurzen Pausen auch gerade drinnen waren sehr nice, die Hook, dieses Drogen und Geld und beide wechseln sich auf einmal ab. Abwechseln finde ich immer nice, vor allem wenn zwei Künstler da sind und das in der Hook machen. Und das ist auch eher selten im Deutschrap und sehr, sehr nice. Haben die bis jetzt alles richtig gemacht. Nike darf natürlich nicht fehlen. Küss meine Nikes. Da machen weiter wie bisher. Guck mich an, ich mach ein Album und werd einfach Millionär. Easy, easy, easy. Sag mir, wo sind meine Feinde? Wenn du ficken willst, mit dir findet man nicht mal deine Leiche. Wir sind immer noch die gleichen. Gib mir einen Grund. Hohoho, stark. Stark, Digga. Er ballert auf jeden Fall los. Er übertrifft einfach. Er macht einfach AZ-Konkurrenz. Ich sag euch ganz ehrlich. Ich fand bei 2 oder war das bei Sin City? Ich glaube bei Sin City. Ich fand bei irgendeinem Song auf jeden Fall fand ich Albi stärker als AZ. Einfach so. Ich dachte, okay, Albi kommt ins Rap-Game. Naja, dachte ich mir so, ne? Aber auf einmal komplett überrascht. In dem Auto mit den News hat die Wumme in deinem Mund. Bleiben 100% unserem Radar. Keine Wahl, jagen unseren Umsatz. Illegal, illegal. Durch die Stadt hab dein Namen auf mein Zettel. Du hast Angst, deshalb kriegst du eine Weste. Du kannst sicher sein. Boah, dieses wo die einfach nur schreien, illegal oder vorhin bei international. Das sorgt so für Feeling, das passt so zur Atmosphäre. Ich hoffe, das ist auch bei der Streaming-Version da und nicht extra für YouTube. Ist ja manchmal so, ne, dass da so Sachen drin sind, die dann bei der Streaming-Version nicht ist. Aber ich denke mal, das müsste drin sein. Wenn ich dich einmal treffe, hab die Eier und die Wumme, warte nur auf die Adresse, den Mirte. Drum und Geld, Kamel, fick das Geschäft, bin am Handy, bis die SIM-Karte brennt. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in der Hook. Wir haben Hook, Part 1 gehört, Hook gehört, Part 2 von Albi gehört. Jetzt hören wir nochmal die Hook. Ich glaube, dann ist auch vorbei. Dieses zensiert hatten wir am Anfang. Die haben unnormal gut gehypt. Also so krasser Move war das, dieser Promo. Das war ein heftiger Promo-Move. Wenn das der Song ist, ne? Ich denke mal, dass ja, ich denke, das muss ja der Song hier sein. Hier wurde ja zensiert. Drum und Geld! Ich hab mich nie versteckt. Guck mein Bruder an, er bricht das Gesetz. Drum und Geld! Komm, es fick das Geschäft. Bin am Handy, bis die SIM-Karte brennt. Drum und Geld! Ich hab mich nie versteckt. Boah, dieses Drogen und Geld, das direkt im Ohr drinne, bleibt im Ohr, Ohrwurm ist da. Schön, geht nach vorne, ballern auf jeden Fall los. Aggressiv ist sowieso meine Lieblings-Rap-Richtung und die zwei können es. Das zeigen die hier nochmal. Mein Bruder an, er bricht das Gesetz. Drogen und Geld. Drogen und Geld. Okay, ich glaube, passiert hier noch was? Ich glaube, hier passiert nichts mehr, ne? Ne. Wir können ja trotzdem mal gucken. Nice, Alter. Okay, das war die Reaction. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.